Meine Eltern kamen nach dem Mauerfall nach Deutschland und lebten vorher in einem sibirischen Mennonitendorf. Ich bin das fünfte von 8 Kindern. Mein Vater war immer sehr gewalttätig und er hat nie zugehört. Er hat eher erst geschlagen und dann hat er Fragen gestellt. Und meine Mutter war überfordert und hat das eigentlich immer zugelassen. Deswegen war das eher immer, man möchte denen nichts sagen, weil eigentlich alles bestraft wurde. Alles, was ein bisschen mit Individualismus zu tun hatte. Es wurden damals immer die Haare abrasiert, damit die Jungs immer alle gleich aussehen. Und die Mädchen sollten lange Haare haben und halt wie Mädchen aussehen. So. Und ich habe diese ganze Religionskiste, die die ja immer verbreitet haben, eigentlich überhaupt nicht geglaubt. Dann habe ich das einfach nicht mehr akzeptiert. Und dann habe ich halt meine Haare wachsen lassen und habe mich anders gekleidet und habe mich mit Freunden getroffen. Aber irgendwann konnte ich das nicht mehr wirklich so ertragen, wie das lief. Ich weiß, dass ich irgendwann sehr, sehr depressiv wurde. Meine Eltern wussten nicht, dass ich schwul bin, weil ich das selber noch nicht wusste. Mit 13, da schickte mich meine Mutter auch zu einem Therapeuten tatsächlich. Und sie meinte, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich so rebelliere und keine Ahnung und mich nicht an die Regeln halten möchte. Was ich persönlich sehr nachvollziehbar fand. Und dann, aber meine Mutter meinte, dass ich irgendwie krank wäre und ist mit mir dahingegangen und hat mich dann wie, ja, sie hat mich schon wie so ein Monster beschrieben. Das war schlimm. Sie meinte, dass ich halt wirklich unerträglich wäre und keine Ahnung. Und die ersten Worte, die der Therapeut zu mir gesagt hat, waren, dass ich von zu Hause weg muss. Und das war normalerweise, man denkt, das ist voll schlimm, aber für mich war das so das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so Hoffnung hatte, dass ich ein anderes Leben führen kann, weil ich wollte da weg. Nachdem meine Eltern mich ein letztes Mal diszipliniert hatten mit dem Haare abschneiden und dem, ja, es war schon sehr gewalttätig an dem Tag, weil ich meine Eltern angelogen habe und da ist das irgendwie alles eskaliert. Das war ein wirklich, wirklich schlimmer Tag, aber da wusste ich, dass ich jetzt entweder weglaufe, weil, oder auch, keine Ahnung, mich beim Jugendamt melde. Und das haben die dann gemacht. Also ich bin dann zur Schule gefahren und die haben mich von der Schule abgeholt. Und dann kam ich in ein Kinderheim. Was ich erst dachte, also es hat sich eigentlich tatsächlich sehr cool angefühlt. Ich habe mich gefühlt wie so ein Superheld oder sowas. Und irgendwie hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich frei bin. Aber in der Jugendhilfe oder in dem Kinderheim, da hatte ich so die schönste Zeit bis dahin. Also hatte ich 7 Mitbewohner, also wie früher eigentlich. Aber dafür hatten wir auch alle, wir hatten so ein großes Haus und Betreuer und Geld. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich das Kinderheim verlassen und bin nach Hannover gezogen. Und außerdem brauchte ich auch schnell Geld und schnelle Lösungen für meine Probleme, weil das waren Strafschulden und wenn man die nicht bezahlt, kommt man ins Gefängnis. Und da hat sich mir ein älterer Mann angeboten. Der war circa 50 Jahre alt. Er hatte viel Geld und war offensichtlich verliebt in mich. Habe ich den dann quasi von meinem Problem erzählt und ein bisschen benutzt, dass er in mich verliebt war und ihn dazu gebracht, meine Schulden zu bezahlen. Und nicht nur das, er hat mich dann quasi weiterfinanziert. Er hat mir eine große Wohnung finanziert und recht viel Luxus und Reisen und nach der ganzen Heimgeschichte und dem, was vorher passiert ist, hatte ich irgendwie einfach mal Lust, so ein bisschen Luxus zu genießen, weil ich das vorher nie hatte. Ich war nicht verliebt in diesen Mann und ich hatte auch überhaupt keine sexuelle Intention oder Interesse an ihm. Dann meinte er, dass ich ein Lügner wäre und undankbar und dass ich ihn nur benutzt hätte, wo ich ihm teilweise recht geben muss. Andererseits glaube ich auch, dass ich
nicht mehr sagen kann, wer von uns beiden wen benutzt hat. Ich hatte schon diese Wohnung oder mein WG-Zimmer in Berlin gemietet. Und es war eigentlich die perfekte Gelegenheit, Hannover zu verlassen. Und Berlin hat sich quasi gerade angeboten. Schöne, schöne Stadt für einen Neuanfang. Ich finde, Hoffnung ist immer sowas, was Erwartung voraussetzt. Und das heißt, dass das irgendwie Druck erzeugt und einen eigentlich nur dazu bringt, dass man unglücklich wird. Weil wenn man keine Hoffnung hat, dann wird man nicht unglücklich, weil man nicht enttäuscht wird. Ich glaube, das, was ich sowieso gut kann, was ich gerne mache und nebenbei als Hobby mache, ist Zeichnen. Schönster Körperteil ist mein Bauch, denke ich. Eigentlich mache ich alles. Nee, nicht alles. Doch. Ich liebe mich schon sehr. Mein Penis. Ich mag, dass ich so schlank bin. Ich mag, dass ich so groß bin. Dass er so groß ist. Doch, ich finde meinen Penis schön. Nee, das ist zu Klischee. Blau ist blau. Ich würde sagen blau oder grün. Nee, so eine Mischung. Türkis. So ein Türkis. So ein helles Türkis. Ja, ein helles Türkis. Auch wenn ich manchmal Zeit für mich brauche, das gibt mir auch manchmal das Gefühl, dass ich frei bin, wenn ich reflektieren kann, wenn ich Musik hören kann und dann dazu eine Zigarette rauche oder sowas und über mein Leben so nachdenke. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich bestimmen kann, in welche Richtung das geht. Und wenn ich es nicht tue, dann tue ich es halt nicht. Und wenn ich es tue, dann tue ich es halt. Aber da habe ich immer so das Gefühl, dass eigentlich alles möglich ist.